Wir sind die 4C1 aus dem Lyceum im Sinde und wir haben uns die Frage gestellt, wie der Prozess bei der Integration von Flüchtlingen abläuft und dazu eine Recherche gemacht. Das Resultat seht ihr nun. Für mich ist das Integration im Zusammenleben. Prozess. Letzte Voyage. New Life. Zusammenleben. C'est une manière de vivre. Solidarität. Angekommen sein. Mit den anderen Menschen zusammenleben. Kijdum Kuch. Leben. Zusammenleben. Vermischen. Good life or new life. Versuch zusammenzuleben, obwohl man eigentlich alle verschieden sind. An der Schule? In der Schule in Hollenfels haben wir eine Integrationsklasse und alle Kinder aus dem Heim Marienthal besuchen unsere Schule. Sie werden in Klassen eingebunden und dann morgens kommen sie zu uns, wo sie langsam die Sprachen lernen. Wenn sie fit sind, kommen sie in eine normale Klasse. Doch treffen wir sie trotzdem in den Pausen und sie gehen mit uns schwimmen. Die, die noch wenig Sprachen sprechen, kommen zu uns in den Kunst- oder Sportunterricht. Und wir integrieren sie dort, wo wir können. Also die Flüchtlinge, die sich bei uns einschreiben, die kriegen wie jeder Luxemburger oder jeder Bürger, der in Luxemburg lebt, einen persönlichen Berater von der ADEM zugeteilt. Und den sehen sie dann normalerweise mindestens einmal im Monat. Der berät sie dann dabei, in welche Richtung sie sich orientieren sollen bei der Arbeitssuche oder bei der Suche nach weiterführender Ausbildung. Ich glaube, dass die Probleme hier in puncto Integration in Luxemburg eher gering sind. In Luxemburg sind es die Sprachen. Und ich finde, in den Gesprächen mit diesen Menschen und Familien erlebe ich meine eigene Ohnmacht. Ich kann zuhören, aber ich kann eine politische Entscheidung nicht rückgängig machen. Man muss schauen, dass es den Leuten gut geht. Wenn sie hier Schutz suchen, dann müssen ihre Grundbedürfnisse erfüllt werden. Ihre Menschenrechte müssen respektiert werden, sie müssen sich hier sicher fühlen und sie müssen substanziell versorgt werden. I think there is like some refugees, they are afraid from people here. And there is people here that are afraid. They don't know each other, you know, but it's like maybe wrong idea or something like this. But when you get in, everything like changes to better. The communication. Because not easy for us to know if there is event, or there is party, or there is associations. We don't know. As a refugee, we don't have this communication to know what's happening in Luxembourg. Habe ich erst gemerkt, dass man eigentlich als Bürger sehr viel bewegen kann, wenn man sich traut, seine Meinung zu sagen, und wenn man sich auch traut, ganz neue Initiativen ins Leben zu rufen, die es bis dahin noch nicht gab. Als ich zuerst einen afghanischen Jungen bei mir zu Hause aufnehmen wollte, hat man mir gesagt, das geht gar nicht. Heute besteht da eine Prozedur, weil ich das dann gemacht habe und auch andere Familien diesen Schritt einfach gewagt haben, ist inzwischen vieles ins Rollen gekommen. Der Junge, der hat Interesse an seinen Job und macht die Arbeit. Die einzige Schwierigkeit, wo besteht, das ist die Sprache. Die Ängste, welche man ernst nehmen muss. Man muss den Leuten zeigen, dass das, was man nicht unbedingt kennt, unbedingt schlecht ist. Und dann langsam sagen, wie wichtig es ist, solidarisch miteinander zu sein. Und dass die Luxemburger auch einmal Flüchtlinge waren. Dass wir auch weggelaufen sind. Und wir da auch froh waren, wo die Leute uns aufgefangen haben. Das darf keine Aufgabe nur vom Staat sein oder nur von den Gemeinden oder nur von der Zivilgesellschaft, sondern hier muss zusammengearbeitet werden und jeder muss seine Verantwortung übernehmen. Weil wir auf dem Terrain mehr Erfahrung gesammelt haben, auch die Arbeitgeber, wird es sozusagen den Integrationsprozess in den nächsten Monaten und Jahren einfacher machen. I think just we need a patient the first time, that's when somebody know you. And now how you think and how you feel, and after that they will accept you. So I think it's everything with the time. Und ich hoffe wirklich, dass all diese Kriege, wieso Leute flüchten, mehr in den Griff gebracht werden. Dann hätten wir nämlich weniger Flüchtlinge.
Es ist ja nicht grundlos, dass Leute aus Ländern weglaufen. Dass wir einer von dem anderen lernen können, austauschen können. Und wir müssen nachher nicht alle gleich sein. Das, wir wollen ja keine Einheitssuppe. Aber wir wollen, dass wir, so wie wir sind, gut miteinander zusammenleben. Ich glaube, ich bin dem Thema sehr viel näher gekommen und ich bin auch besser informiert jetzt. Ich hatte die Chance, mit verschiedenen ASBLen und auch Flüchtlingen selbst zu reden. Ich habe erfahren, wie komplex Integration eigentlich ist und dass sehr vieles dazu gehört. Vorher dachte ich, dass es im Prinzip nur ist, dass die Leute irgendwie hier wohnen, dann ist gut, aber da gehört noch viel mehr dazu und es muss von allen Seiten kommen. Also ich habe aus dem Ganzen herausgezogen, dass die Beteiligten sehr offen waren und sehr bereit waren, mit uns zu arbeiten.